Schlägt So, wir mich sind wieder schon. da. Ich habe jetzt gerade, wir haben jetzt gerade uns getroffen. Ich bin auf den hohen Berg hochgestiegen und hat mich gesehen. Ja. Ich bin so circa einmal um das Biom rumgelaufen. Ah, da ist unser Haus. Oh, lass die Tür offen. Ach, nee, oder? Da ist alles drin. Ah, hallo Creeper. Ah, ein Creeper, Skelette. Hallo? Unser Haus, ganz ehrlich. Geh sterben. Geh sterben, Skeletten. Ich sagte, geh sterben, Skeletten. Du regst mich auf, Skeletten. Du schlagst nicht mal das Skelett, du schlägst mich. Oder versuchst es zumindest. Fuck, fuck, fuck. Verdammt, verdammt. Sammle meine Sachen nicht ein. Nee, oder? Jetzt bin ich im Haus. Fuck. Gleich muss ich rausgehen. Geh sterben. Mich nicht. Fuck, ich bin im Haus. Aus, raus, raus. Ich zieh raus. Lass meine Sachen da liegen, bitte. Fuck, 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 fuck. Ist unser Haus jetzt gerade ein Arsch? Nee, noch nicht. Noch. Verdammtes Skelett, fahr weg. So, noch irgendwelche anderen Scheißviecher, die man gerade umbringen sollte. So, erstmal hier Fackeln anbringen. Geh einfach sterben, Skelett. Geh einfach sterben. Einfach sterben. Okay, unser Haus ist am Arsch. Wieso? Ein Creeper-Explosion? Cool. Weil du daneben standest? Bist du dran? Ja, ich hab so halbwegs ausgeleuchtet. Warte, ich mach da eine Fackel noch hin. Wo ist unser Haus explodiert? Fuck. Da. Na, die Tür steht noch. Der komplizierte Mechanismus. Gott sei Dank. Sand. Mikro. Wir gehen erst mal schlafen, dann bauen wir es. Ich habe aber keinen Bock, dass jetzt die Monster reinkommen. Ich helfe dir. Moment, ich Ich brauche bin was. im Bett. Ich habe keinen Bock, dass die Monster reinkommen. Ich bin im Bett. Ich muss mal ganz kurz einen Aufnahmestopp machen. So, wieder da. Ich habe ein bisschen Sandstein. Achtung, wie ging das? Wir hatten da um die Türen hatten wir Sandstein. So, gell? Dann hatten wir da immer eins frei. Und dann ging es da wieder rund. Und das war's mit dem Sand. So, Stein. aber hier haben wir ja auch Gott sei Dank noch viel Sandstein. Ich hole ein bisschen Sandstein. Ich hab Sandstein, brauchst du nicht. Warum gehst du Sandstein holen, wenn wir Sand haben? Weil Sandstein besser ist. Aus Sand kann man Sandstein herstellen. Oh, wieder richtig. 0 Punkte. Hast du Glas? In den Kisten müsste sein. Ja, da ist Glas. Hab Glas. Leg alles unnötig in die Kisten. Hier mal die Spitzhacken, ja, mal alles sortieren. Essen könnte man auch gleich mal. Essen ist rechts in der Kiste, in der rechten Kiste unten. Braten. Weißt du was, unser Kistensystem, das muss man mal ändern, ganz ehrlich. Wieso? Halt es nicht. Ja, aber das ist falsch. Ja, weil du es gemacht hast. Das macht einfach keinen Sinn. Mach. Wie wär's, wenn du den Raum einfach ein bisschen größer machst oder wenn du ein Schild dahin machst? Mach Schilder hin. Rechts unten kommt Essen ein. Fertig. Schilder. Was? Haben wir Holz? Rechts unten ist Essen drin, klar. Ja, da, wir haben noch kein Essen. Ja, das sehe ich auch so. So, da sind die Öfen. Die Öfen sieht man nicht mal, wenn sie an sind. Also, gleich mal rausbauen. Ich glaube, wir machen Werk. Jetzt sammelst du den Ofen ein. Wenn du mir gibst, nimm halt. Ich habe eine Idee, also. Wir machen einmal einen Lagerraum und direkt daneben, weil
Spaß machen, ist einfach so. Ich würde die Kisten so lassen, aber. Die zwei Werkbänke könnte ich unter die Öfen machen. Das wird cool aussehen. Ich tue mal gerade mal ein bisschen Kohle da rein. In die Öfen. Der eine Ofen läuft schon. Schwarzpulver, wo kommt es rein? Tun wir mal da oben rein. Kürbisse auch. Von Kürbisse so verarbeiten zu Kürbiskernen, genau. Okay, werde ich gleich anpflanzen. Dann Eisenerz kommt da rein. Zack. Du musst noch nicht essen, zocken. Ich hab, weiß überhaupt nicht, was das Essen drin ist. Ja, das habe ich gerade gesagt. So, Hand, Sandstein, Zuckerrohr. Wenn du willst, kannst du Zuckerrohr anpflanzen. Das sollst du aber. Also alles, das ist sicher, was in den Kisten drin ist. Da kommt auf dann, wie viele Kisten ist ein? Da oben kommen die Steine rein. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Und rechts unten kommt auch Zuckerrohr und so rein. Und fressen. Wertvolle Sachen da rein und ändere dein Mikro. Hast du die Glasscheiben schon ersetzt? Ja, schon lange. Und weißt du, was du machen könntest? Du könntest unsere Decke bauen. Wir haben überhaupt kein Holz. Nein, die Holz holen. Eigentlich sollte ja die Baumfarm... Die ging nur Sandstein. Die Baumfarm sollte ja nachgewachsen sein. Wie ging nochmal Sandstein? Für was brauchst du Sandstein? Ich brauche was, ich will nur mal wissen, wie geht Sandstein nochmal? Du nimmst normalen Sand und so 4 Stück. Was? Also wenn du E drückst, dann da einfach alle Felder voll. Ah, okay. Die Baumfarm da ist schon gewachsen. Ich baue mal weiter an. Ich baue mal eine Kürbisfarm noch dazu bei uns. Jetzt habe ich keinen Sand, verdammt. Könntest du mir ein bisschen Sand vorbeibringen? Wäre nett. Ich habe keinerlei Sand. So. Ach, fuck. Das heißt, da in der Mitte... aus dem Eisen könnten wir mal einen Eimer machen und dann einen Brunnen bauen. Ich mache noch Eimer. Wäre nicht schlecht, ja. Könntest du mir dann den Eimer geben? Könnte ich machen sofort. Wäre voll nett. Ich mache mir auch noch einen Eimer. Mach einfach gleich 2 Eimer. Hast du Eisen dabei? Ja, ich mach's schon. Dann tu das Eisen wieder in die wertvolle Kiste. Aber wenn wir verrecken und finden das Eisen nicht mehr, was scheiße. Wir haben nur so wenig. Ich mach die 2 Eimer, okay? Ja, ja, gib mir ein, dann. So. Wo ist Wasser? Hast du mir einen gegeben? Nein, für was? Na egal. Ist doch dämlich, wenn wir 2 zum Wasser rennen müssen. Bau du mal bei der Holzfarm Holz ab. Für die Decke. So, 1 Eimer Wasser und 2 Eimer Wasser. Jetzt gehen wir gleich mal Brunnen bauen. Die Holzfarm geht viel schneller als die Weizenfarm. Ey, das ist echt verrückt. Was soll das eigentlich? Warum wächst das Weizen nicht? Das mache ich falsch. Müssen wir bewässern. Ich glaube nicht. Aber ich habe gehört, dann wächst es schon. Ja, okay, ich mache dann ein bisschen Wasser. So, wo machen wir unter? Brunnenhündo. Dann Brundo. Angela Merkel, du, ja, und von Brunnen. Ach, das ist praktisch mit 2 Eimern.